Mein Name ist Jana Zulow. Ich bin 30 Jahre alt, gelernte Revierjägerin und bin jetzt seit 7 Jahren im Wildpark Edersee die Falknerin. Ich bin André Zulow, 40 Jahre alt, bin von Beruf gelernter Schreiner und hier an die Greifenwarte komme ich über meine Frau durch ihre Arbeit und wir verbringen regelmäßig die Wochenenden hier mit den Kindern. Über meine Berufsjägerlehre habe ich auch meinen Falknerschein gemacht und ich habe sehr schnell in der Lehre mitbekommen, dass mir die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig ist. Mit Glück bin ich dann hier gelandet und habe auch sehr schnell festgestellt, dass das mein absolutes Lebensziel ist, diese Arbeit mit den Greifvögeln, aber auch der Natur weiter zu vermitteln. Ich bin als Dozent bei der Waldeckischen Jägerschaft unter anderem für die Ausbildung der Jungjäger zuständig und vermittle dort das Hundewesen, bin sonst aber auch mit vielen Leuten in Kontakt, bringe gerne den Leuten die Natur auch sehr nahe mit allem, was dazugehört, sei es Naturschutz, sei es Nachhaltigkeit. Und was halt eben auch bei Greifvögeln sehr speziell ist, die sind sehr stark personenbezogen. Das heißt, man kann die jetzt nicht einfach in eine andere Hand geben. Weiterhin kennen wir natürlich die Arbeit hier und sind sowohl mit dem Park als auch mit dem Publikum sehr vertraut. Weil es ja für uns einfach eine Herzenssache ist, ein sehr wichtiges Anliegen. Die Greifenwarte Wildpark Edersee ist in den letzten 7 Jahren für uns auch mehr als nur ein Arbeitsplatz geworden. Es ist unser Zuhause. Wir verbringen sämtliche schönen Situationen hier. Für uns selbst sehen wir hier natürlich als Familie eine große Chance, selbstständig, selbsttätig zu arbeiten. Wir lieben diesen Ort und auch diese Arbeit hier.